Servus Leute, in diesem Video gibt es eine Zusammenfassung vom BSG Podcast vom 14.11. vom Tarkov TV. Alle Infos, die es so gab, rund um Arena, den Vibe, Unity Engine Update und ja, alles was da kommt. Es gab auf jeden Fall einiges an Infos, ich war selbst überrascht und ich habe euch das hier mal ein bisschen zusammengefasst. Viel Spaß! Zuerst die wichtigsten zeitlichen Angaben. Arena wird Anfang Dezember kommen und der Vibe und ein großer Patch, ein wirklich großer Patch, wird Ende Dezember bzw. über Neujahr kommen. New Year's Patch hat Nikita gesagt, inklusive Vibe 14.0 wird die Version da sein. Und ganz wichtig, wenn ihr Arena spielen wollt, dann braucht ihr die EOD-Version. Die läuft übrigens noch, ich glaube bloß noch dieses Jahr kann man die kaufen und dann wird es die nicht mehr geben. Entweder die EOD-Version oder man muss dann Arena kaufen und man wird den Arena-Zugang in Wellen bekommen. Das heißt, Nikita hat es gesagt, ihr müsst euch auf arena.tarkov.com anmelden und der Zeitpunkt, wann ihr euch da angemeldet habt, ist wohl entscheidend, wann ihr da in Arena reinkommen könnt. Ganz genau weiß man das nicht, aber meldet euch sicherheitshalber mal hier an, arena.tarkov.com, so schnell wie möglich, einfach um da sicher zu gehen, dass ihr da in der Arena-Welle mit drin seid, so früh wie möglich. Und dann schauen wir uns mal an, was es so gab. Gehen wir erstmal über das Videomaterial und dann alles andere, was ich so, ja, noch mitgenommen habe. Und als erstes ging es um Ground Zero, eine neue Map, wirklich eine neue Location, wird auch nächsten Vibe kommen. Und die ist irgendwie levelbeschränkt, das ist wohl eine Anfänger-Location, so irgendwie bis Level 20, 25, weniger Loot und man kann darauf auch scaffen. Wie das genau funktionieren wird, weiß man nicht, aber wird sich da noch zeigen. Es ist ähnlich wie Streets, aber wesentlich kleiner. Am Ende von dem Trailer hier, den könnt ihr euch ja anschauen, findet ihr überall auf Instagram, Twitter, wo auch immer, auf YouTube gibt es die Videos auch. Am Ende gibt es hier auch noch das Layout. Hier, machen wir kurz Pause. Es ist, ja, ein Teil von Streets, aber halt eine extra Map. Und die heißt Ground Zero, so als, ja, abgetrennte Anfänger-Location. Was eine gute Sache ist, was letzten Endes kein Skill-Based Matchmaking ist. Aber Anfängern halt einen Ort gibt, wo es vielleicht nicht so hart zugeht. Bleibt abzuwarten. Dann das nächste ist Vaulting. Vaulting heißt, ihr seht's, klettern. Klettern über Objekte, klettern aus Fenstern raus und so weiter. Das heißt, man muss nicht mehr springen, sondern kann drüber vaulten. Und ich muss sagen, für Tarkov-Verhältnisse geht diese Animation wirklich schnell. Also man ist da schnell oben und so. Dauert nicht allzu lang. Und ja, ist auf jeden Fall, na, für ein realistisches Spiel wie Tarkov auf jeden Fall sinnvoll, dass man nicht die ganze Zeit immer nur am Rumhoppeln ist. Und ja, die zeigen halt hier ein bisschen das Vaulting. Und dass es auch schnell von der Hand geht, wie gesagt. Und ist ein gutes Feature, ich freue mich drauf. Wird interessant auf jeden Fall. Und da haben sie nochmal gezeigt. Zu den neuen Hitboxen und Armor gab es auch ein Video und da haben sie ja schon mal was gezeigt. Es ist letzten Endes so, dass jeder Armor und jeder Helm nur genau da schützt, wo auch die Armor-Plates sind. Also wirklich nicht mehr Hitboxen, sondern wo die Rüstung abdeckt, da ist man geschützt, ansonsten nicht. Und ihr seht es hier im Hintergrund, ne, er schießt da, also auch für Helme gibt es hier Top und Nape rechts. Armor Plates und es gibt auch hier, ja, für jede Rüstung, es sieht echt komplex aus, weil jede Rüstung irgendwie sehr, sehr viele Plates hat. Also wenn man hier mal kurz Pause macht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Plates alleine hier in der 6B13 Assault. Das ist jetzt nicht die krasseste Armor, aber ja. Für jede Armor kann man das dann machen und es ist auch wirklich so, dass man, wo man hier sieht, wo halt hinschießt, nur auf die Plates getroffen wird oder ja halt ins Bein, wenn man einen Zentimeter daneben schießt. Und von daher, es wird auf jeden Fall das Rüstungsmeter um einiges ändern. In der Hex oder in der Slick wird nicht mehr so effizient sein wie manch andere Armor. Aber das bleibt abzuwarten. Ist auf jeden Fall ein riesen Gamechanger. Und mal sehen, wie es wird. Ich habe ja die Vermutung, dass Shotguns dadurch recht stark werden. Aber abzuwarten. Dann das nächste. Recoil Rework. Sie überarbeiten den ganzen Recoil und Left Shot. Man kann die Waffe auf die linke Seite nehmen, auf die linke Schulter. Also nicht dauerhaft auf links tragen, aber halt von rechts die Waffe so rüberreichen auf die linke Schulter, um dann so besser im Linkspeak zu sein. Und die neue Blindfire-Animation. Schauen wir uns mal an. Also hier geht es, glaube ich, erstmal ja um Linkspeak. So. Muss ich mir auch noch überlegen, wie ich mir das binden will. Habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich werde es wahrscheinlich hier jetzt auf links. Das heißt, die Waffe kommt dann schneller um die Ecke rum und man sieht den Gegner früher. Hat nicht mehr so diese Links-Peak-Disadvantage. Und, ja. Bleibt abzuwarten, wie stark das wirklich ist und so weiter. Man kann das auch im Laufen machen, hier mit der Pistole.
Und ist eine gute Änderung, weil man hat halt wirklich eine Rechtspeak-Advantage. Ist auch eine Mechanik, die habe ich so in anderen Shootern noch nicht so wirklich gesehen. Zumindest nicht in Multiplayer-Shootern. Mal sehen, wie das wird. Ob man jetzt auf links dann wirklich weniger Nachteil hat, wenn man das richtig einsetzt. Und ja, dann gibt es halt auch hier Blindfire. Genau, Blindfire, ich kenn's. Man kann über Kopf Overhead-Fire oder über die rechte Hand dann hier so, ne, rumhalten. Na? Haben sie die Animation überarbeitet? Wurde bis jetzt wenig eingesetzt. Mal sehen, ob es dann mehr eingesetzt wird. Ist jetzt nicht das größte Feature. Aber so ist es. Dann ein großes Thema. Und das ist eine Riesensache, finde ich. Achievements, die auch dauerhaft bleiben, die nicht gewiped werden. Und ja. Achievements ist eine hohe Motivation. Und kommt auch schon mit dem nächsten Wipe. Hier unten rechts sieht man es. Silence of the Sawmill. Man hat halt Sturmmann gekillt. Und es wird mehr mit Achievements geben und es wird auch im Hideout einen neuen Bereich geben, wo man dann, ja, seine Trophäen ausstellen kann. Man kann auch im Hideout jetzt drei Lieblingswaffen ausstellen und die dann im Profil anzeigen lassen. Das hat er auch, ja, gezeigt. Und dann können sogar Freunde diese Waffen, diese Loadouts kopieren und übernehmen. Und hier seht ihr das Achievement-System, ne? Und, okay, man kann hier oben jetzt auch aufs Gev. Das ist neu. Ich weiß nicht, was er da jetzt gerade macht. Aber hier oben ist auf jeden Fall ein Achievements-Tab. Und genau, jetzt halt hier im Hideout. Kann man auch zeigen, wie man hier... So, dann kann man die Waffen hier einblenden. Favorite Weapons. Hier oben kann man Arena umschalten. Und auf jeden Fall, das Ganze wird ein bisschen mehr auf Achievements. Und auf, ja... Man hat eine Profilseite und so. Optimiert, was eine gute Sache ist. Ich würde es freuen, wenn man alle Waffen-Loadouts teilen kann. Hier kann man bis jetzt drei teilen. Von daher, ne? Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und Achievements auch nochmal eine neue Art der Motivation. Ich hoffe, dafür gibt es auch noch ein paar Rewards, die man dann dauerhaft behalten kann. Dann neue Waffen. Die RPD. RPD ist eine Maschinengewehr in 7.62x39, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Interessantes Ding, muss man selber spielen. Schöne Animationen, aber ist halt wieder ein MG. Dann haben wir hier noch zwei SMGs, beide im Kaliber 9x39, also VSS-Ammo. VSS-Ammo oder ASWAL-Ammo. Wie gut die dann sind, bleibt abzuwarten. Ne? Interessante Waffen, mal sehen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Eine Waffe haben sie nicht gezeigt, die wirklich interessant ist. Eine Waffe haben sie nicht gezeigt. Die Sig Spear, das ist... soweit ich weiß, die Nachfolgewaffe der M4 für das US-Militär. Und die hat auch eigentlich ein eigenes Kaliber, 6,8. Und das ist eine sehr interessante Waffe. Full Auto, recht großes Kaliber. Ich glaube, die gibt es in 7.62, 6,8 und auch in 5.56. Ich bin mir nicht sicher. Je nachdem, in welchem Kaliber die das halt ins Spiel kommt. Ich hoffe, mit 6,8 neues Kaliber könnte das auf jeden Fall eine Meta-Assault-Rifle sein. Und eine sehr moderne Assault-Rifle. Von daher eine sehr interessante Waffe. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und das war's zu den Waffen. Dann gab es noch ein paar Sachen, die einfach so nebenbei erwähnt wurden, wo es dann keine Videos zu gab. Und als erstes die Unity Engine. Das Engine Update sollte ja eigentlich kommen auf Unity 2021, aber das wurde jetzt verschoben auf nächstes Jahr und dafür gehen sie direkt auf Unity 2023. Wann genau, weiß man nicht und was auch so ein Engine Update für uns bedeutet. Schwer zu sagen, aber es gab da wohl Probleme. Wurde nicht näher darauf eingegangen, das Engine Update auf nächstes Jahr verschoben, aber dafür direkt auf die Version 2023 und nicht nur 2021. Dann der BTR auf Streets. Mit dem nächsten Patch 0.14 kommt der BTR auf Streets und der wird ein paar Features haben. Man kann den anmieten, dass er einen über die Map fährt, also von einem Punkt zum nächsten, festgegebene Punkte. Man kann ihn als Unterstützung anwerben und, kleines aber feines Detail wurde erwähnt, man kann wohl dem BTR Geld geben und dass er Loot extracted, dass man nur Loot da abgibt und den extracten lässt. Was eine sehr interessante Sache ist, man kann im Raid bleiben und einfach sein Loot ins Stash schicken und den dann später abholen und ja, weiterhin im Raid sein und von daher auch sehr, sehr viel Loot rausnehmen. Aber ist eine sehr interessante Sache. Ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, war echt eine kleine Randnotiz, aber ist mir aufgefallen. Dann Lightkeeper, es wird Lightkeeper Services geben. Man kann beim Lightkeeper wohl Unterstützer einkaufen. Sei es Raider, sei es Rogue oder Zraki selber zu einem recht hohen Preis, nehme ich an. Dann begleitet er einen. Ich weiß nicht, ob es nur auf Lighthouse ist oder auf anderen Maps. Aber eine sehr interessante Sache, Lightkeeper Services. Man wird da Unterstützung bei ihm kaufen können. Das ist ja eine echt geile Sache. Echt
cooles Feature, stelle ich mir vor, wenn ihr dann Zraki über die Map folgt oder die Rogues dann auf deiner Seite sind. Und wie das dann genau aussehen wird, bleibt abzuwarten. Aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und da natürlich Quests, neue Quests oder Quests werden überarbeitet, Mods für die Waffen, Optimierungen. Der neue Matchmaker soll kommen, der ist auch teilweise wohl schon drin und soll dann auch endgültig kommen. Und was halt so bei so einem Patch kommt. Und es wird auf jeden Fall ein echt großer Patch. Am Anfang hat der Podcast so gewirkt, als hätten sie nichts. Und dann hauen sie auf einmal einen nach dem anderen raus. Arena gab es auch noch zu sehen. Die Killcam gab es zu sehen bei Arena. Ja, da gab es ein bisschen Desync, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Der ein oder andere hat sich da wahrscheinlich schon drauf eingeschossen. Aber ja, sie haben zwei Matches Arena gespielt und das sieht auch gut aus. Und es sieht auch, ja, so aus, als ob Arena wirklich Anfang Dezember kommt. Wie gesagt, es wird in Wellen, es wird nicht jeder gleich Zugang bekommen zu Arena. Es ist eine Closed Beta, sie werden in Wellen inviten, wie das dann genau läuft. Nikita hat gesagt, nach dem Datum, wie man sich auf arena.tarkov.com eingeloggt hat. Ob das dann letztendlich stimmt, weiß ich nicht, oder ob ich das richtig verstanden habe. Aber ja, so ist es wohl angedacht. Und das war alles, was ich von diesem Podcast mitgenommen habe. Ihr könnt euch auch das ganze VOD anschauen. Der war ja knapp 1,5 Stunden lang. Es lohnt sich. Und sie haben wirklich einiges an Infos rausgehauen. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich nehme das Video jetzt gerade auf nach meinem Stream. Das heißt, es ist schon relativ spät. Und falls ich einen Punkt vergessen habe, könnt ihr den auch gerne in die Comments schreiben. Ich bin übrigens auch nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/außer da. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.